Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Ich komme noch gerade frisch aus dem Kampf gegen Barmut, ne? Und ja, wir haben den vorletzten Kristall, weil da ist ganz eindeutig noch ein Kristall übrig, ne? Den haben wir auseinandergenommen, ne? Und jetzt ist eigentlich nur noch einer übrig, ne? Und eine Esper, Odin, ne? Apropos Esper, mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht so abgecheckt hier, was Barmut noch so kann. Guck mal, da ist immer noch Platz für zwei, ne? Passt noch zwei rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Keine Ahnung. Was haben wir denn hier alles, ne? Werden wir wahrscheinlich... Ich muss ihn erstmal ausrüsten, ne? Ich will ihn ausrüsten. Aber wen tun wir denn jetzt dafür auf der Bank packen? Ich würde sagen Ramo, ne? Machen wir Armut raus, ne? Ein paar Armut rein. Titan ist ja noch relativ neu, ne? Vorletzte, die wir bekommen haben. Und haben wir ja alles. Ich will wahrscheinlich Mega Flare, ne? Giga Flare. Natürlich will ich. Ja, das will ich. dann nehmen wir erstmal hier Ionenschlag raus. Das ist ja gut hier ran, ne? Du kannst hier voll umändern. Ich gerne mal Giga Flare, ne? Ich will auch die anderen Angriffe mal ausprobieren, ne? Ne, das wäre der Aufladen mache. Impuls, hey Impuls, das konnte ja Barmut aus dem 10. Teil auch. Aus Licht, die einen Gegner bei Berührung kontinuierlich Schaden zufügen und ihnen an dieselbe Stelle festhalten. Flare Atem. Oh. Satellit. Ah, okay. Die machen aber auch Schaden, wenn er nicht mit Magie angreift. Oder? Ne. Doch. Irgendwie selber angreifen, keine Ahnung. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, ne? Mal den verbessern. Zum mal den verbessern. Und boom. So viel dazu. Und dann nehmen wir mal ganz kurz hier auf Dreieck Giga Flare. Was Flare Atem. Das ist dieser. Ja, sieht aber komisch aus. Naja, ich hätte lieber Impuls. Ist schon Impuls, okay. Cool. So, dann habe ich übrigens mal nachgeguckt hier in einem meiner letzten Parts, wo ich auch auf der Weltkarte war. Und ja, die Weltkarte ist definitiv dunkler geworden. Das war sehr viel heller letztes Mal. Jemand, weil sich der Himmel irgendwie geändert hat, ne? Und dunkler geworden ist. Auch mal, wie weit hier raus kannst. Das bestimmt irgendwann mal irgendwann hier hin, ne? Also ja, Ultima hat ein bisschen Chaos angezettelt. Im letzten Part hat irgendwie Dion hypnotisiert, vielleicht die Mutter von uns. Ah ja, die ist übrigens tot, ne? Die hat sich selber das Leben genommen. Dion müsste eigentlich auch irgendwo hier sein, ne? Joshua haben wir getroffen. Joshua ist jetzt hier und am Pennen. Eine Menge Zeugs passiert, ne? Guck ich am besten den letzten Part an. Und wenn ihr herausfinden wollt, was passiert ist, ne? Wir machen nämlich jetzt hier weiter. Wir müssen zu Otto, der wichtigsten Person in diesem Versteck. Gut. Und wir haben hier, aber da bringt uns im Moment nichts, weil wir können sowieso nicht hier gerade auf die Weltkarte. Also reden wir mit Otto. Wie ist die Lage? Die Lage? Eigentlich zur gleichen Zeit gesagt, Cliff. Abgesehen davon, dass Clive. Es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf. Ja, ist der eine Kristall etwa nicht ein Mutterkristall, sondern nur ein Kristall. Der ist mit deinem Onkel nach Kanva und hilft dort mit ihren Plänen. Als das Wetter umgeschlagen hat, habe ich einen Stolas geschickt. Noch kam keine Antwort. Gute Arbeit, Otto. Nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Erzähl mir eine Geschichte, Otto, um mich aufzuhalten. Was? Ich? Ich bin nur der Bote.
Die Denkarbeit überlasse ich den klugen. Ich sag doch, der macht nichts in diesen. Was, du willst, dass ich arbeite? Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Ich habe nichts zu tun für dich. Ich habe nichts, was ich dir anbieten könnte. Aber red mit den anderen Leuten. Die haben schon was. So, mit dir wollte ich sowieso reden. Ich mal auf die Dings gucken wollte. Wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Ja, ein bisschen auf die Menschheit draufgeballert, also. Habe ich da nur ein paar Türme kaputt gegangen sind. Sieh uns an, als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Oh, Geschichtszeit? Ja, Geschichtszeit. Oh Gott, die Fallen ist überall da schon. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in. Was ist überhaupt der Sinn hier irgendwie? Natürlich hatte das Land rund um die Mutter die ganzen Kristalle kaputt zu machen, wenn sowieso die Fäulnisse die ganze Zeit näher kommen. Doch nie wie jetzt. Da bringt doch irgendwie gar nichts. Sollten wir uns nicht irgendwie darauf konzentrieren? Gefeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Also machen wir das Leben für alle anderen nur noch schlimmer. Eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch. Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das Eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten. So machen wir alles für die Leute nur noch schlimmer. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Um wen haben wir dafür zu danken? Ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Go me. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nationen müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar Chocobo-Diebe zu verteidigen ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Außer von uns. Ich hab gerade irgendwie Probleme, den Plan von Clive zu verfolgen oder mehr oder weniger. Schon wieder hier? War ja ursprünglich der Plan von Sid, ne? Womit kann ich dir heute helfen? Und ja, ich weiß. Mein Kenntnisstand. Und ich weiß, dass Sid irgendwie bewusst war, ne, dass irgendwie Leute uns hassen werden, wenn wir die Kristalle hier alle kaputt machen, ne? Aber das ist ja irgendwie so der Sinn, ne? Wir machen die Kristalle kaputt, damit die Leute nicht mehr so die ganze Königsfamilie in einen Schlag. Bob, bob, bob. Sterben immer mehr Leute. Und ja, mir war schon klar, irgendwie, dass wir hier. Joshua ist in unserer Gruppe, ja. Mir war schon irgendwie klar, dass Sid irgendwie so
gesagt hat, so ja, hör mal, wir sind hier, die Lage der Welt ändert sich, was wir ja machen, wird mit den Menschen erst einmal ein bisschen schaden, ne? Aber soll ja dazu sagen, das soll ja dazu dienen, dass hier alle Leute hier nicht mehr so abhängig von den Kristallen sind und sich nicht selber irgendwie umbringen, ne, wegen den Kristallen, und dass die ganzen Träger jetzt alle frei werden und so, ne, weil wenn keine Kristalle mehr da sind, ne, deswegen, ja, macht es jetzt keinen Unterschied, ob du ein Träger bist oder nicht, ne, von daher. Werden wir die Sonne je wiedersehen? Aber irgendwie verstehe ich trotzdem den Sinn dieses Plans nicht so, ne, wir machen jetzt alle Kristalle kaputt, ne. Während, warum konzentriert sich niemand auf die Fäulnis? Warum tut sich niemand darum kümmern? Ich verstehe das irgendwie nicht. Weil sie, schön und gut, ne, hier die ganze Politik irgendwie so zu ordnen und hier die Welt irgendwie so befreien, ist ja alles cool, ne, aber währenddessen breitet sich hier diese Fäulnis die ganze Zeit aus, ne, wogegen sich hier irgendwie niemand gerade irgendwie schert anscheinend. Und ja, ja, cool, wir haben alle Kristalle dann kaputt gemacht. Es gibt keine Träger mehr, alle sind gleichberechtigt, ne? Aber trotzdem verdorrt die ganze Welt. Von daher. Und ich fange langsam irgendwie an zu glauben, dass er irgendwie in Verbindung steht mit den Kristallen, ne? Je weniger Kristalle, desto mehr Fäulnis oder so, ne? Vielleicht haben die Kristalle uns ja vor der Fäulnis beschützt. Keine Ahnung. Ich verstehe so den. Ich verstehe irgendwie nicht so den. Den Long-Term, Plan von Clive irgendwie, was hat irgendwie bringen soll. Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer, was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Wir denn sind tot. Am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählung. Ja, Gott hat ganz schön Drecksäcke. Doch guck euch mal die Mythologie an, ne? Zeus hat mit jeder Frau rumgemacht. Der Chronist wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise. Der Typ hat das Feuer erfunden, Prometheus. Die Götter haben den dafür bestraft. Verzeiht mir, Clive. Haben ihn auf ewig irgendwo hingehängt, damit er von Raben gefressen wird. Es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit. Wir sind ganz schön mies gelaunt meistens. Mal sehen, was Otto zu Vivians und Hippokrates Überlegungen zu sagen hat. Otto ist wie so ein OC, ne? Boah, ich frage mich, was Otto zu diesem Moment gesagt hat. Ich frage mich, was Otto in diesem Moment getan hat. Warte mal, hat der Bade irgendwie was zu trällern über dieses Ereignis hier? Armut. Unterhalte mich, Bade. Ich hätte vielleicht mit dem öfter reden sollen, damit er jedes Mal ein neues Lied trällert, ne? Dann euch den einen mit der Kerze über. Die hinter dem ist. Alles klar, Otto. Was hast du mir zu sagen? Wir sind alle gespannt. Clive, wir haben ein Problem. Nur eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. Drei Nebenquests. Die Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische. Und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dalimil auch. Lubor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun.
Und selbst wenn ich sie erreichen würde, wer sind überhaupt die Fluchbrecher? Zu spät, um noch helfen zu sind irgendwie unsere Einheiten oder so? Das bedeutet, es kommt also irgendwie so eine Einheit von uns, ne? Die reden schon die ganze Zeit über Fluchbrecher. Ich weiß immer noch nicht genau. Machen wir uns Leute. Schnell auf den Weg. Wir sind irgendwie so unsere Einheiten, ne? Unsere eigene Armee oder so, ne? So. Hey. So, dann sagt man jetzt nur, wow, du bist auch voll nutzlos. Den Typen finde ich auch voll nutzlos, ey. Der sagt mir auch nie irgendwie, was ich brauche. So, es gibt neue Monsterjagden, ne? So, wir haben immer noch nicht das Viech, ne? Aber das ist immer noch 27.000, ne? Die Belohnung von 40.000. Also ja, das Viech ist immer noch 27.000 wert. Von der, da leite ich über, dass das Viech ganz schön schwer ist, ne? Der 10 Schläger. Vameda, Dalmekia und der Stille Ufer, Rosaria. Stille Ufer. Lass mal dahin. Aber wir können sogar bald hin. Ja, mal gucken, ob wir das finden, das Viech. Schon wieder vergessen, was ist. Der erste konnte ich mir irgendwie nicht merken. Vameda, Dalmekia. Dalmekia, Vameda. Vameda, Dalmekia. Gehen wir mal da ein. Wir haben ja Jill dabei. Ne? Das könnte ja ein bisschen helfen. Ist hat was hat weit entfernt von allem. Gehen wir mal da ein, starten wir den Part so mit einer kleinen Monsterjagd, ne? Oh, na, hier ist jetzt alles dunkel. Gut so. Das ist mein Mädchen. Und Jelan so, was, ich bin ein Mädchen? Nein, ich meine mein Schoko. So, Vorsicht. Hat sie mir direkt übergenommen. So. Lass mal da hingehen. Ich soll vielleicht erstmal Barmuts Fähigkeiten so ausprobieren. Nee. Gehen wir direkt hier rein. Wird schon gut gehen. Was ist das? Ein Heiltrank. Okay. Malefikant. Okay, ihr seid nicht die. Oh, halt. Aber ich muss halt die ganze Zeit. Dauernd nicht verliere das. So ein Angriff, den ich irgendwie einsetzen müsste, bevor ich irgendwie in den Kampf reingehe. Oh, und dann lädt er sich noch nicht mal auf. Genau. So. Aber hier war das. Ich bin zum falschen Ding. Ich bin zum falschen Ding gegangen. Sorry. Dia. Schließlich Diamanten auf meine Gegner. Der Angriff scheint mir jetzt nicht so praktisch hier, Mega Flair, ne? Lauf wie der Wind. Das ist irgendwie so ein typischer Angriff, den ich einsetzen kann, wenn der Gegner irgendwie gerade nicht am Angreifen ist, ne? Oder ich kann den nicht angreifen, ne? Was irgendwie sehr wenig der Fall ist. Weil wenn ich den Gegner aus irgendeinem Grund nicht angreifen kann, dann versuche ich trotzdem irgendwie noch, weiß nicht, den zu schießen mit Magie, ne? Und so ein ganz klein bisschen Schaden so rein zu quetschen.
Ja, du bist so einer. Der Zehenschläger. Der Typ verprügelt also 10 oder 10. Aber wenn ich stehen bleibe, lädt das schneller auf. Ja, aber in der Zeit, in der ich das hier aufteile, hätte ich schon so viel Schaden machen können, ne? Ah. Ah, vielleicht denken wir nicht so. Obwohl. Boah. Aber jetzt sind wir mal wenigstens zu dritt hier. Ne? Normalerweise bin ich immer noch Talker unterwegs. Ja, das sind die Jünger, genau. Ja, so, es ist immer noch so ungewohnt, hier diese ganzen komischen Angriffe zu sehen. Ne? Ich erinnere mich an den Angriff. Oh, wie mitgewollt. Ich bin jetzt irgendwie mehr gewohnt, dass Barmut so richtige Wumms-Attacken hat, ne? Und nicht irgendwie so komische Sphären oder so, ne? Die um die Gegner herumschwirren. Bei Barmut stelle ich mir immer Explosionen und sowas alles vor, ne? Wie so kleine Kügelchen, die um die Gegner herumschwirren. Also hier voll unfair, ey. Wenn ich zu nah genug an der ran bin, werde ich immer von den Angriff getroffen das erste Mal. Ja, irgendwie so eine Druckwelle oder so ab. Einen. Oh Gott. Aha. Was hat denn gerade mit meinen Feuer irgendwie verbunden? Bonk. Mega Flair! Mega Flair. Sorry. Da klingt wie das hier. Oh, ich muss hier raus. Ja, da bin ich wieder wehtun. Aha. Ja. Da wird er mich getroffen, ehrlich. Wie lange hat das gedauert, bis der Angriff mal wieder fertig war? Oh, verdammt. Oh. Okay. Wahrscheinlich ein Deserteur. Fast ein bisschen zu bedauern. Okay. Immer ein klugen Spruch nach so einem Kampf, ne? Okay, Clive. Ich sehe, wie das hier abläuft. So. Dann.
Können wir den anderen auch noch mal versuchen, würde ich sagen, ne? Wie ist das? Stilles Ufer? Ein stilles Ufer, Rosaria, ne? Lass mich mal ganz kurz zum Versteck zurückgehen. Mich hochzuheilen. Mal zurück. So, Rosaria, stilles Ufer, wo ist denn das? Aber weiß ich gleich, glaube ich, weiß, wo das ist. Das ist irgendwo hier, ne? Da passt. Kann ich jetzt den einen überhaupt hin? Ne, ist aber noch abgesperrt. Hier unten, ne? Ja, sobald das hier weg ist, nehme ich mal an, kann ich gegen das andere Viech kämpfen, ne? So, ist aber ein A-Rang-Viech, aber. So, der eine Weg da. Oh, schau euch diesen sexy Chocobo an. Ja, da kommt er. Na, ich meine sie. Du bist ein krankes Schwein, Clive. So, jetzt scheinen die Gegner aber alle so ein bisschen hochgelevelt zu sein. Ne, sind jetzt alle Level 33. Das Spiel so ein bisschen mit mir aufgeholt jetzt. Okay. So, haben wir einen kleinen Strandkampf hier. So, noch so ein Typ. Mehrere solcher Typen. Oh. Die Gebrüder Magev. Ich habe gerade gegen einen von denen gekämpft, ne? Das will ich nicht sagen. Okay, das könnte ein bisschen nervig werden, habe ich das Gefühl. Au! Bonk. Okay, die sind natürlich nicht so stark wie der eine jetzt, ne? Komm mal her. Na, komm mal her. Kann ich euch alle treffen? Boah. Krass. Au. Blöde Idee, aber guck mal. So, heil damit. So, ich weiß nicht, welcher von denen das war. Oh, sehr gut. Einfach durch. Ja, habe ich da alle gebrochen. Das verfolgt alle. Bitte hab auch nicht. Bitte hab nicht so ein Hinrichtungsangriff. Feuer frei. Was ist da für ein Zeichen, was die da haben von den Köpfen? Ja, für die Parade. Wie auch immer mal nochmal nennt. In dem Spiel. Oh, einer ist weg. Bonk. Au. Letzter Kreuzzug. Was für ein Ding? Crayworm. Komm her. Oh.
So, Feuer frei. Natürlich den noch Trash talken. Bonk. Alter. Alles klar. Das war sehr viel. Das sah sehr viel Angst im Wesen aus, als es eigentlich war. Ich habe gegen drei Leute gekämpft. Nie wieder Krieg. Ich habe drei von denen erledigt. Ich habe nur zwei Sachen bekommen. Gibst du nicht? Na gut, da ging relativ schnell. Ne? Haben wir schon. Ich meine, da sind natürlich noch andere Sachen, aber ich nehme an, die sind halt noch zu stark für mich, ne? Oder ich komme überhaupt nicht hin, ne? So, gibt es eine Belohnung hierfür? Nö. Na gut, dann machen wir weiter in der Story, ne? Mehr gab es da jetzt, glaube ich, nicht, ne? Wo gehen wir als erstes hin? Gehen wir hier in Amatas Rast? Gehen wir in Amatas Rast. Ist sogar als erstes auf der Liste. Ja, gehen wir lieber so. Nach der Reihe ab, ne? So, ach, was ist denn hier schwer los? Wenn dieser Mann nicht behandelt... Könnt ihr nicht mal auf euch selber aufpassen? Muss ich mal alles hier regeln? Martha. Muss an die Träger beschützen, ich muss dich beschützen. Otto hat gesagt, dass ihr Probleme habt. Auf Otto hören wir immer. Einen Riesenärger sogar. Nachdem der Himmel dunkel wurde, haben wir von ihnen Besuch bekommen. Es waren so viele. Sie wollten auf den Hügel. Geschafft haben es zwar nur ein paar, aber das waren schon genug. Der Rest ist immer noch dort unten. Wir haben zwar willige Kämpfer, die sie zurückhalten, aber es sind einfach zu wenige. Was denkst du, Clive? Dass wir mitkämpfen sollten. Auf euch ist immer Verlass. Man hätte ihn gedacht, was er antwortet. Ich brauche euch am gefallenen Tor. Was denkst du, Clive? Ich habe Hunger. Sag dort gleich, dass ihr ich habe Hunger auf Möhren. Ich weiß nicht wieso. Die Männer werden sich sicher freuen, euch zu sehen. Schon unterwegs. Hey Jill, weißt du, warum du Karotten essen musst? Sind so viele, wie Martha sagt. Ja. Damit du keine Brille tragen musst. Das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, hast du schon mal jemals einen Hasen mit einer Brille gesehen? Meine Mutter hat immer diesen Spruch gebracht. Das ist voll unlogisch. Da kannst du auf so viele Sachen, andere Sachen auch irgendwie. Da kannst du auf Nüssen und Eichhörnchen irgendwie ja überleiten. Das kannst du mit Bananen und Affen irgendwie überleiten. Das ist auch, macht doch gar keinen Sinn. Du musst viel mehr Karotten essen. Warum? Ja, dann musst du keine Brille mehr tragen. Wieso nicht? Ja, hast du schon mal ein Kaninchen mit einer Karotte, mit einer Brille gesehen? So. Clive. Verletzte. Oder Indianer kennt keinen Schmerz, kennt er ihn auch? So, ich hasse wie ein Indianer. Oh, der war putzig. Warte mal, ich kümmere mich darum. Die Gegner sind gerade aufgetaucht. Ich bin schon direkt hier voll von dieser Lawine aus Erde hier vernichtet. Will ich mir nur einen, aber guck mal, wie schnell der Dank wieder bereit ist. Was war schon angehabt? Ja, wollte ich machen. Ich bleib mal hier und chill, ne? Ah, das ist eine gute Kombi. Ich kann die erst ab festnageln und dann kann ich das hier machen. Alter. Als ich zum ersten Mal diesen Skill gesehen habe in der Vorschau, habe ich irgendwie so gedacht, ich könnte damit irgendwie fliegen.
Ich voll so Flashbacks aus Wanderer hier von Genshin gehabt. Ich kann auch einfach nur fliegen mit seinen Skill. Die sehen nicht aus wie angeheuerte Söldner. Was, die Tiere? Achso, die. Falls ihr hier stehlen wollt. Nein, ihr irrt euch, Lord Rossfield. Wir sind auf Marthas Geheiß hier. Ihr kennt meinen Namen. Vergebt mir, Milord. Bitte lasst uns alles erklären. Wir gehören zu den Hütern der Flamme. Das sehen die auch aus. Aber warum seid ihr hier? Kleiner hat die so voll abgeschlachtet. Er ist mit einem Spähtrupp aufgebrochen, um herauszufinden, woher die Akasischen kommen. Verstehe. Bringt die Verletzten zurück. Martha wird sich um sie kümmern. Wir kommen nach. Okay. Sie für Banditen zu halten, wirklich. Schöne Belohnung nach ihrem Kampf gegen die Horde. Wann sind Wade und seine Männer eingetroffen? Kurz nach dem Fall von Rosalith. Sie haben mich gebeten, ein paar ihrer Heimatlosen aufzunehmen. Sie wollten gerade weiter, als sich der Himmel verfärbte. Und von da an saßen wir im selben Boot. Martha! Ärger! Der Spähtrupp ist fast am Lift! Aber die Akasischen sind ihnen dicht auf den Fersen! Und sie haben Verwundete dabei! Sie schaffen es nicht! Verdammt nochmal! Wir übernehmen das, Martha. Kümmere dich um die Verletzten. Wer noch kämpfen kann, soll zum Lift kommen. Mach ich. Passt auf euch auf. Da ist die Musik im Spiel. Ich dachte die ganze Zeit, hört sich irgendwie so an, als würde eine Waschmaschine oder so am Haufen so. So im Hintergrund bei mir hier. Meine Brüder. Was? Diese Kreaturen. Na, kämpfen wir uns die mal vor, ne? Auch da lang. Knappe, bring all die, die noch laufen können, mit dem Lift zu Martha. Was ist mit? Das war ein Befehl, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rossfield. Was für ein willkommener Anblick. Niemand geht. Ihr könntet Hilfe gebrauchen. Und wie es aussieht. Niemand wird so. Wir wussten nicht, dass es so viele sind. Deutsch macht das keinen Sinn. Wie denn auch? Nobody gets as late as Wade. Mein Gott, sie kommen direkt auf uns zu. Mist. Mit Höchstgeschwindigkeit. Wir sind hier nicht sicher. Können wir ihnen Zeit verschaffen? Wir können es versuchen. Wir werden vorgechillt dahin laufen. Kämpft ihr mit uns, Sir Wade? Aber immer. Dann tun wir unsere Pflicht. Okay. Versuchen wir, mit zu halten. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich ihn getroffen habe. Obwohl jetzt die Gegner sind nicht so schnell anscheinend. Ja, ich hätte eigentlich versuchen sollen, die erstmal festzuhalten, ne? Ja. Okay. 100 MFPS. Ich weiß nicht, was ich, wieso ich das bekommen habe. Aber okay. Ich nehme, weil ich irgendwie Dutzende Treffer oder irgendwie sowas gemacht habe, keine Ahnung. Und noch mal. Wait, auf dem Weg. Wait, stand genau davor.
Der Angriff scheint doch relativ nützlich zu sein. Okay, bei den dicken Gegner funktioniert das natürlich wieder nicht. Aua! Sack! Den schnapp ich mir. Nein, den schnapp ich mir nicht. Noch mal ein Wave, pass doch mal auf. Da ist Tatum getroffen davon. Das ist aber mal gut, ne? Okay. Ja, die 12 Reißzähne. Jemand verletzt? Ich glaube nicht. Bis auf dieser Schildkröte. Flammen gezogen. Ein Jammer, dass sie mich magisch anziehen. Ihr seid nie vor Gefahren zurückgeschreckt, Sir Wade. Ihr seid ein Schild, durch und durch. Wie ich sehe, seid ihr unversehrt. Martha! Ist was passiert? Die Späher haben Rauch über Eastpool aufsteigen sehen. Paul, wie verkommt denn ihr noch? Schwarz. Eine zweite Horde. Also bringen wir es zu Ende? Immer. Wir gehen sofort nach Eastpool. Könnt ihr euch um die Verletzten kümmern? Das schaffen wir schon. Ich folge euch, sobald ich kann. Ich operiere sie mit meiner Axt. Amputation, kein Problem. Na gut. Dann sind wir wohl ein bisschen hier so beschäftigt, ne? Ja, bei jedem Ding so lange dauert. Alles klar. Grün bünden. Okay. Welche ekelhafte Fratze muss ich jetzt kaputt hauen? Na, gar nicht so falsch. Sie wollen zur Rast. Nee, man kommt hier vorbei. Ah! Wir müssen sie aufhalten. Der nächste Angriff nicht so stark, wie ich mir jetzt wünschte. Aber der Angriff ist auch irgendwie relativ schnell wieder bereit, ne? Da kann ich aufstehen. Okay. War da gerade ein Hähnchen? Hab ich da gerade ein Hühnchen gehört? Ich hab nur so... Ah! Ah! Ja. Irgendwie verbindet sich meine... Oh! Ich meine den Schokobo an hier. Da. Warte mal, der Junge, der hat sich da auch so aufgelöst, ne, als er gestorben ist. War der etwa Auerkeisch? Wo ist das? Hin. Hier, ich werfe einen Stein auf dich. Da. Jetzt so ein dickes. Verzeiht, Milord. Habe ich was verpasst? Nobody gets laid as Wade. Nobody gets laid like Wade. So, haben wir's. Und Feuer frei! Ja.
mal mehr Bossmusik. Also Bossmusik normalerweise. Oh. Ah, war ich ein bisschen zu übereifrig. Ja, schon leicht tot. Nein, da wollte ich nicht. Nee, da wollte ich. Boah. Starr mich nicht so an. Okay. Fand ich jetzt zwar nicht irgendwie so wert für Bossmusik, aber okay. Tja. Seht ihr noch welche? Nein. Ich glaube, das waren die. Den haben wir ein blaues Auge verpasst. Es wird nicht lange dauern, bis die nächsten kommen. Dann kehren wir zurück, solange wir noch können. Kommt denn noch mehr Gegner? Stammen wir die auch. Und dann haben wir noch einen Besuch. Boss besucht. Das gleiche wie Sir Wade. Reichlich akasische. Nun, woher sie auch kamen, jetzt sind sie weg. Die Späher sagen, das Tiefland ist sicher. Hoffentlich haben wir Zeit, unsere Wunden zu lecken. Wie viele Kämpfer sind verletzt? Dank euch viel weniger als befürchtet. Ein Glück. Der Sieg war hart erkämpft. Doch solange der Himmel finster bleibt, wird die Zahl der Akasischen nur weiter zunehmen. Die Frage ist nicht, ob die Horde zurückkommt, nur wann. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit für sie sein. Von hier können wir die Umgebung überblicken und uns gut verteidigen. Wir sollten die Rast als Stützpunkt nutzen. Was meinst du, Martha? Du hättest mehr Männer zum Schutz. Nun, weiß auch voll gebracht. Du sagst, natürlich können sie bleiben. Weil du es bist, Clive. Okay. Whoop. Heißt du der Hüter der Flammen? Oh. Kann in Clives Zimmer betrachtet werden. Okay. War ein bisschen nicht so spektakulär. Ich möchte euch jemanden vorstellen. Oscar, komm her. Hi. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen, Lord Rossfield. Ich bin Oscar. Oscar vom Haus Murdoch. Murdoch? Ich wusste nicht, dass der Kommandant Kinder hat. Ach, er war unser Lehrer. Hat er nicht. Aber sein Bruder, mein Vater, schon. Ich bin Sir Rodneys Neffe. Na nun, mach schon. Du musst ihn selber fragen. Ja, Sir Wade. Wenn es euch beliebt, Lord Rossfield, nehmt mich bitte als euren Knappen. Ich möchte die Pflichten eines Schildes vom Besten lernen. Ich muss dich leider enttäuschen, Oscar. Aber ich bin kein Schild mehr und ich war nie der Beste. Und Zeit in der Gesellschaft eines Geächteten zu verbringen, scheint kaum angemessen für jemanden, der den Eid leisten will. Tante Hannah hat einmal gesagt, dass ein Mann nicht durch Titel geadelt wird, sondern durch seine Taten. Ihr habt als Nachfolger des ersten Sith viel erreicht und dabei nicht weniger Ehre erworben. Ich würde lieber einem ehrbaren Geächteten dienen, als einem unwürdigen nicht, dass Sir Wade und die anderen Hüter... Ich will sagen, ich... Ist schon gut, wir wissen, was du meinst. Alles, was ich lehren kann, habe ich ihn gelehrt, Milord. Aber ein Knappe? Was hast du denn dagegen? Du warst mal ein Knappe. Sir Rodney würde es sicher gutheißen.
Ich brauchte jemanden. Ich werde so viel Nachsicht walten lassen, wie dein Onkel. Der mir mein Essen würzt. Anders würde ich es nicht haben wollen. Weil ich esse eigentlich so viel roh. Wie gut kennst du dich mit Blumen aus, Oscar? Habe ich jetzt echt irgendwie einen Typen bei mir? Okay. Okay, wir haben einfach nur. Pff. Wir haben einen knappen. Cool, ne? So viel dazu. Machen wir weiter. Da kam jetzt auch ein bisschen so aus dem Nichts. Ich nehme an, wenn wir hier hingehen und irgendwo anders, dann bekommen wir auch irgendwie noch so Leute oder so, ne? Dann bekommen wir irgendwie drei wichtige Personen, die wir im Verlauf der Story brauchen. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich sehe ja schon, wie sich das jetzt aufbaut. Erst reden wir mit Isabel. So, wo ist mein Knappe? Nicht da. Er ist gefeuert. Wir wollen mich. Feuere den Knappen. Ach, Isabel ist die Madame, ne? Oder eine von denen, ne? Ich habe jetzt gedacht, der Name kam mir bekannt vor, aber dann ist mir eingefallen, die Mutter ist ja Annabelle, ne? Nicht Isabel. Ich schaffe das nicht. So. Welcher Gang der King hängt hier? Was? Hat uns benachrichtigt. Es sollen seltsame Wesen gesichtet worden sein. Tut mir leid, ich wollte einfach einen Spruch erfinden. Wie akasische, aber anders. So viele sind tot. So viele. Keine Sorge. Ultimas Schergen. Geht es Madame gut? Wo ist sie? Nicht hier. Sie wollte zur Garnison und fragen, was sie vorhaben, dagegen zu tun. Dann suchen wir sie dort. Machen wir doch sehr gern. Wo ist die Garnison? Da hinten. Hey, da habe ich doch diese beiden Typen verprügelt. Da war lustig. Vielleicht Musik im Hintergrund. Madame, bitte! Na, da ist die Madame mit den breiten Schultern. Die halbe Garnison erwischt. Heute Morgen sogar den Kommandanten. Wir haben Verstärkung angefordert, aber seit Tagen kein Wort aus Oriflam oder dem Dominium. Was sollen wir denn noch tun? Eure Pflicht sollt ihr tun. Meine Leute im Schleier vertrauen auf meinen Schutz. Und ich werde sie schützen. Ich trage die Verantwortung, also ist das meine Pflicht. Falls ihr es vergessen habt, für die Stadt und ihre Menschen tragt ihr die Verantwortung. Noch wichtiger ist, sie gehören doch zu euch. Eure Schwestern, eure Brüder, eure Geliebten. Ihr müsst euch entscheiden. Werft eure Schwerter weg und seht uns beim Sterben zu, oder ergreift sie und tut, was ihr könnt. Ihr wisst, dass sie recht hat. Das hier ist alles, was uns bleibt. Was uns noch bleibt, ist unser Leben. Sollen wir das etwa auch noch verlieren? Müssen wir doch gar nicht. Komm, der Kommandant hatte doch ein Fass auf Vorrat. Lass uns bei einem Weinchen reden. Von mir aus. Ich spreche mit ihm. Sehr guter Zeitpunkt, sich also betrinken. Ich hatte euch gar nicht so schnell erwartet. Daher wollte ich mich selbst darum kümmern. Du hast dein Bestes getan. Aber vielleicht brauchst du ja doch Hilfe. Wie schön, dass du dich fragst, was ich brauche. Wir brauchen eine Ahnung, woher diese Wesen kommen. Wenn man die Überlebenden so hört, könnte man meinen, sie kämen aus dem Nichts. Vielleicht stimmt das. Wer weiß das schon noch in diesen Tagen? Reden wir mit ihnen. Na gut.
Du bist von der Garnison? Was ist passiert? Ich hab Familie in Moor. Ich hab gehört, die Ätherflut nähert sich. Und wollte sehen, wie es ihr geht. Eine Horde leuchtender Monster hat mich überrumpelt. Ich bin geflohen und hab's nie bis zum Dorf geschafft. Überlass das uns. Na, hat's ja vollgebracht. Meine Familie. Weil da war ein Monster, die hat mich beinahe geschnappt. Dieses Monster. Hey, yo, was geht? Hast du die Wesen gesehen, die das getan haben? Wesen? Ja, ich. Sie kamen aus dem Nichts. Erst haben sie Joseph angegriffen, dann mich. Und auf einmal weg. Wo ist das passiert? Auf der Straße von Oriflam. Wir waren in der Nähe von Moor. Als. Wo ist Joseph? Alles wird gut. Ruh dich jetzt aus. Wenigstens. Man kann mal jemand der Person im Hintergrund einen Hustenbonbon geben. Gehen wir nach Moor. Ab nach Moor. Ich nehme Abkürzung. Machen wir die platt, ne? Kann aber gar nicht so gehen, ja. Pff. Bereit? Ja, irgendwie blöd, dass hier nur so ein kurzer Jingle irgendwie so kommt, wenn man auf ein Schokobo reitet. Kein einziges Schokobo-Thema hier ist. Hm. Ah, hier, ich sehe so Dinge am Rumfliegen. Keine Sorge, wir haben etwas blutige Haut gefunden. Das ist wieder okay. Meiner, er war nicht so gut. Er war gut. Ja, ich habe gesehen, wenn du mich anspringen wolltest, ne? Das bin ich gewohnt. Jeder will mich anspringen. Was? Also von allen Situationen. Zeitlupenbeam. Na, ich dachte, er wird angreifen. Ich weiß nicht, wo ich hinhauen soll. Deswegen hau ich überall hin. Warte, hat dieser Angriff nicht bei Bossgegnern oder so funktioniert? Aha. Aha. Hast du den gesehen? Oh Gott, ich hab mich nicht getroffen, ne? Strahle in die Fresse! Das ist so krass, ne? Jetzt hau ich dich. Ich hau dich. Boom. Ich dachte, er wollte mich gerade in der Combo irgendwie verprügeln. Aber ich habe einfach gekontert. Oder perfekten Ausweichen oder sowas gemacht. Und dann war er tot. Ob noch mehr kommen? Es kommen immer mehr. Aber hier haben wir wohl für den Moment alles getan. Okay, wo ist denn nicht so frech werden, Jill? Zurück zu Isabel. Ja, es kommen immer mehr.
Boah. Wieder eine gute Tat getan. Wir alle hier danken euch. Es ist nicht vorbei. Mehr werden folgen. Viel mehr. Ihr müsst euch verteidigen. Eine brutale Anzahl von ihnen. Das stimmt doch, Kommandant. Ja, Milady. Die Männer stehen bereit. Philipp hat einen Großteil der Garnison davon überzeugt zu bleiben. Fürs Erste zumindest. Als ihm klar wurde, dass sie in Madames Gunst stehen würden, fiel ihm die Entscheidung viel leichter. Nicht gerade die edelsten Beweggründe, aber wenn es das braucht. Für mich war die Entscheidung klar. Ich wurde Soldat, um meine Liebsten zu schützen. Und dazu zählt auch die Frau, die vor mir steht. Stattlich und ein Kavalier. Können wir jetzt gehen? Die Pflicht ruft. Ich muss die Wache einteilen. Milady? Irgendwie voll unangenehm. Keine Sorge, ich bin nicht dumm genug zu glauben, all meine Probleme wären damit gelöst. Aber wenigstens eines. Also habe ich jetzt eines weniger als gestern. Nochmal vielen Dank, Clive. Kein Problem. Mache ich doch gerne. Ein Grund zu kämpfen. Cool. Mehr Meteoren. Mehr Meteoridensteine. Jubelt, Leute. Jubelt. War ich da schon? Da gab es bestimmt einen Grund, warum ich da nicht war, ne? Hab ich schon nie im Leben verpasst. Gucken wir mal da noch ganz schnell vorbei. Schneller. Wenn da jetzt irgendwie die Kopfgeldjagd wartet, ne, dann wäre vielleicht nicht so gut. Na, gucken wir mal. Ja, Antivirus. Hier aus dem Weg. Ja. Guck mal, was da ist, ne? Ich nehme an, da kann man nicht vorbei oder so, ne? Wasser und Wasser und Wasser, Wasser, Wasser und Wasser und Wasser, Wasser. Guck mal, was hier noch. Ja, ich hab hier übersehen. Ja, jetzt warte ich hier nicht, die Kopfgeldjagd auf uns. Komm schon, Teleportpunkt. Ist das ein Gegner? Ruh dich aus. Schatzdrohe. Ohrringe des Schützen. Bringt das mir denn? Okay. Wollte schon sagen. Will mir in Schützen Klamotten bringen. Hab doch keine Fernangriffe außer ja Magie, ne? Jetzt dran gedacht. Pfleg Ambrosia. So, ist irgendwas? Oh. Jetzt echt irgendwas. Einer. Ich glaube, ich tue noch ein bisschen weiter aufnehmen. Svarok. Bitte hilf mir, Svarok. Stufe 50. Einer solchen Bestie ist nicht zu spaßen. Ich bin tot, ne? Falscher Angriff. Oh ja. Kann ich von hier flüchten? Okay, ja, Level 50. Mhm.
Ich glaube, den schnappen wir uns ein andermal. Keine Ahnung, der Grund, warum ich der Name Svarok so amüsiert hat, war irgendwie, weil ich irgendwie ja hier neben Genshin noch hier Honkai Star Rail spiele, ne? Was von denselben Machern ist, ne? Spiel ich so privat für mich und Fertigkeitspunkte. Nur für dich. Und einer der Charaktere hat irgendwie so einen Roboter, der für sie kämpft, und da ist Svarok, deswegen. Deswegen habe ich dazu verwirrt gerade. So. Gut, haben wir den mal gefunden, ne? Aber was ist denn dann hier mit? Das muss ja dann in dem einen Gebiet sein, ne? So, der ist Stufe 50, den schaffen wir noch nicht. Der hat mich mit einem Schlag beinahe weggepustet. Gut, ich wollte sowieso den Part beenden, ne? Von daher, gut. Dann sage ich, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir den letzten Teil von dieser Quest, Hauptquest, nehme ich an. Und ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Es wird den Kanal sehr weiterhelfen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.